Jena Autoshow, die zusammen mit der Ferienmesse heuer zum 8. Mal stattfand, konnte sich wieder über 150.000 Besucher freuen. Bei der Eröffnungspressekonferenz musste die Branche zwar einen Rückgang von 5,1% vermelden, trotzdem fanden im vorigen Jahr 319.035 Autos einen Käufer. Wenn wir den Wirtschaftsforschern Folge leisten dürfen und glauben dürfen, wird es eine Trendwende in der ganzen Wirtschaft geben und demzufolge natürlich auch in der Automobilwirtschaft. Eine Messe wie diese Autoshow gibt dem Publikum auch die Möglichkeit, ein Wunschauto einmal näher in Augenschein zu nehmen. Die Informationsbeschaffung verlagert sich zusehends ins Internet. Jawohl, das ist richtig. Die Branche ist im Umbruch. Internet ist enorm wichtig. Es ist derzeit ein Informationsmedium für präsumtive Käuferinnen und Käufer. Aber in Bälde, und hier spreche ich von einem Zeitrahmen von 5 Jahren, wird auch der Autokauf im Internet sicherlich möglich sein. Heimischer Marktleader ist der Volkswagen-Konzern. Er liegt mit seiner Kernmarke VW in der Gunst der Österreicher ganz vorne. In Wien wurden 2 Elektroautos vorgestellt, die eine neue Ära einläuten sollen. Naja, wir starten ja jetzt bei der Wiener Autoshow mit dem Verkauf des E-Up. Der E-Up ist das erste Elektroauto von Volkswagen, voll elektrisch angetrieben, mit einer Leistung von 82 PS. Und der Golf wird noch im Laufe dieses Jahres, also gegen Jahresmitte, da auch voll elektrisch kommen, auf Basis des neuen Golf, des Golf 7, und wird 115 PS leisten, hat eine mögliche Höchstgeschwindigkeit von 160 km/h und eine Reichweite von immerhin 190 km. Das ist deutlich mehr, als der Durchschnittsösterreicher ja heute am Tage fährt, und dadurch sicherlich eine interessante Option, vor allem für Leute, die in Ballungsräumen leben. Diese beiden Autos bringen für Ballungsräume die richtigen Voraussetzungen mit. Genug Reichweite, null Emissionen und ein sehr leises Betriebsgeräusch. Ein Nachfolger für den konventionell angetriebenen Golf Plus steht bereits in den Startlöchern. Golf Sportvan ist die dritte Karosserievariante des neuen Golf. Ja, es also gibt den Golf in seiner klassischen Form, den Golf Variant und jetzt den Golf Sportvan. Ja. In der Vergangenheit gab es ja auch einen Golf Plus. Ja, und das ist ein Fahrzeug der Kategorie Vans. Ja. Und dieser Golf Sportvan zeichnet sich dadurch aus, dass er höher gebaut ist. Ja, dadurch auch sowohl im Innenraum als auch im Kofferraum mehr Raum bietet. Ja, und damit gerade für kleine Familien ideale Alternative zum konventionellen Golf darstellt. Der tschechische Ableger im Volkswagen-Konzern hat sich in der österreichischen Zulassungsstatistik auf den 3. Platz vorgeschoben. Vor allem auch deshalb, weil einige Modelle mit Allradantrieb lieferbar sind. Wie zum Beispiel die neueste Version des Yeti. Mit dem neuen Skoda Yeti sind bei Skoda aus einem Yeti 2 geworden. Zu dem klassischen Modell, den wir intern den City Yeti nennen, jetzt der Outdoor Yeti mit ganz typischen Attributen, von außen schon als richtiges geländegängiges Auto zu erkennen. Diese Offroad-Attribute zeigen sich in diversen Plastikschutzleisten. Das passende Modell für das Kombiland Österreich heißt Rapid Spaceback und soll ähnlich erfolgreich sein wie der größere Bruder Octavia Kombi. Der Newcomer tritt mit einem besonderen Feature an. Der Rapid Spaceback ist grundsätzlich in 2 Varianten zu haben. Hier sehen wir die Variante mit dem durchgängigen Glasdach, das sich von der Windschutzscheibe bis zur Kante der Heckklappe durchzieht. Ein Designmerkmal, das vor allem verstärkt jüngere Kunden anspricht. Und genau dorthin wollen wir auch mit dem neuen Auto. Die spanische Volkswagen-Tochter Seat präsentierte sogar eine Weltpremiere in der Donaumetropole. Den Seat Leon ST in der Kombi-Variante mit permanentem Allradantrieb. Ja, ein ganz besonderes Auto, nämlich den schönsten Kombi Österreichs. Und nicht nur den Kombi in super Design, toller Qualität, sondern jetzt auch fast für Österreich mit Allradantrieb auf ein Auto, das wir schon sehr, sehr lange warten. Denn praktisch,
gutes Design, Unsicherheit und Traktion, jetzt alles im einen. Das vereint dieses Auto hinter mir. Nicht nur der Leon ST Kombi stellt für heimische Autofahrer ein interessantes Angebot dar, auch der Innenraum zeigt sich von einer angenehmen Seite. Für Wien hatten die Spanier auch ein Jubiläumsmodell, den Seat Ibiza, im Gepäck. Schließlich gibt es ein Jubiläum zu feiern. 30 Jahre Ibiza. Hier haben wir ganz was Spezielles zusammengestellt für Österreich, nämlich ein Auto, das alles hat. 70 PS, Klimaanlage, 5 Türen, ESP, Radio, alles an Bord. Und das denke ich zu einem sensationellen Preis, nämlich wie vor 30 Jahren um 9.990 Euro. Das ist, glaube ich, doch eine Überlegung wert, dass noch mehr Österreicher von dem schönen Seat begeistert sein werden. Beim Altea gibt es Modellvarianten mit Allradantrieb. Den Freetrack, den man hierzulande Bergfex nennt, und den XL, der ebenfalls mit sämtlichen Rädern angetrieben wird. Audi kann hierzulande ebenfalls auf eine große Fangemeinde verweisen. In Wien präsentierte man das lang erwartete A3 Cabrio, womit die A3 Modellfamilie nun komplettiert ist. Verkauft wird es bereits und im Wonnemonat Mai werden die ersten A3-Fans dem automobilen Freiluftvergnügen frönen können. Der Newcomer lässt sich mit unterschiedlichen Triebwerken ordern. Ja, derzeit gibt es 3 Motorisierungen, 2 Benziner, ein Diesel, einen 140 PS-igen Benziner, 180 PS Benziner und ein 150 PS Diesel. Als zweite Neuerscheinung wurde der A4 G-Tron erstmals in Wien gezeigt. Ein Audi, der sowohl mit Erdgas wie auch mit Benzin betrieben werden kann. Wie wirkt sich das in der Praxis aus? Ja, es hat eine enorm hohe Wirtschaftlichkeit, weil er natürlich 400 Kilometer Reichweite hat, alleine mit Erdgas. Erdgas ja eigentlich relativ günstig ist im Vergleich zum Benzin und Diesel. Und ja, dann schaltet er automatisch um, ohne dass es der Fahrer merkt, auf den Benzinbetrieb und kann noch einmal 900 Kilometer fahren. Also insgesamt Reichweite 1300 Kilometer ist sensationell. Kommen wir nun zu den Nutzfahrzeugen von Volkswagen. Der vorsteuerabzugsberechtigte allradgetriebene Pickup Amorak ist nun als Black Label Sondermodell zu haben. Er kann auf Wunsch sogar mit einer 8-Gang-Automatik bestückt werden. Also zusätzlich zu den allgemeinen hervorragenden Tugenden des Amarok besticht der Amarok, VW Amarok Dark Label, der hier auf der Wiener Autoschau seine Premiere, Österreich-Premiere feiert, mit feinen, dunkel gehaltenen Accessoires wie Leichtmetallfelgen, Alcantara-Lederausstattung, Stylingbar, Schwellerrohren und setzt vor allem optische Akzente, ist eine Abrundung des Angebotsprogramms nach oben und ist in Österreich bestellbar und wie gesagt feiert hier seine Österreich-Premiere. Porsche brauchte einen echten Hingucker auf diese Show. Den brandneuen Macan, der als kleinerer Bruder des Cayenne konzipiert wurde und auch dessen Gene geerbt hat. Also das Fahrzeug feiert hier seine Europapremiere auf der Wiener Autoshow. Erstmalig vorgestellt wurde er zeitgleich in Los Angeles und in Tokio auf der Motorshow. Die Markteinführung dieses Fahrzeugs werden wir Anfang April feiern und wir werden hier oder stellen ihn hier mal in der Turbo-Version vor und haben dann auch in weiterer Folge noch einen Sechszylinder mit 340 PS und einen Turbo-Diesel mit 358 PS im Programm. Ein Ambiente ganz im Stil des Hauses und ein nettes Feature zum Öffnen der Heckklappe unterstreichen den Innovationsgeist der Zuffenhausener Sportwagenschmiede. Citroën stellte den neuen Corhorn C4 Picasso mit dem 150 PS starken Blue HDI Motor in den Mittelpunkt des Interesses. Land Rover präsentierte den neuen Range Rover Sport. Mercedes zeigte auf dieser Wiener Autoshow unter anderem vorsteuerabzugsberechtigte Autos, also das, was Unternehmer und Gewerbetreibende primär suchen. Wir haben eine breite Palette an vorsteuerabzugsfähigen Modellen, beginnend mit Small Size Van, unserem Citan, der letztes Jahr neu kam. Als Siebensitzer, dann der Vito und als High-End-Fahrzeug, als High-End-Van hat der Viano hier als Version 3 Liter 6-Zylinder Grand Edition in der Avantgarde-Ausführung ebenfalls vorsteuerabzugsfähig für unsere Unternehmer in Österreich. Der südkoreanische Aufsteiger Hyundai, der in die Top 10 der weltweit größten Autobauer aufstieg, konnte sich in der heimischen Zulassungsstatistik ebenfalls nach oben vorarbeiten. Ja, Hyundai hat wieder ein tolles Jahr hingelegt. 2013 war wieder ein bestes Jahr in der Geschichte von Hyundai. Und wir haben eine enorme Entwicklung nach vorne gemacht. Wir konnten die Stückzahlen um 9%, über 9% steigern.
und wir sind erstmalig jetzt die Nummer 2 in Österreich geworden. In Wien war der jüngste Spross i10 zu sehen. Er tritt in einer zeitgemäßen Karosserie an, auch der zweifarbige Innenraum erfrischt. Ein Fahrzeug der Kompaktklasse, dessen Verkaufspreis unter der magischen 10.000 Euro Grenze beginnt. Der neue Hyundai i10 wird ab 9.490 Euro angeboten, wobei bis Ende März als Aktion 500 Euro Anzahlung geschenkt bei der Finanzierung über die Denzelbank mit dazukommt. Mit dem neuen i10 kommt auch ein neues Triebwerk zum Einsatz. Er wird grundsätzlich mit zwei Benzinmotoren angeboten. Einer davon ein 1 Liter Dreizylinder Benzinmotor, ganz neuer Motor mit insgesamt 67 PS. Eine echte Innovation gelang Hyundai mit dem iX35 Fuel Cell. Erstmals wird eine Brennstoffzelle in einem Serienfahrzeug eingebaut. CO2-Emissionen sind bei diesem Auto kein Thema mehr. Der Unterschied zum normalen iX35 zeigt sich in den Armaturen. Hyundai ist ja der erste Hersteller, der in die Serienproduktion gegangen ist mit einem Brennstoffzellenfahrzeug, nämlich dem iX35. Es wird jetzt gerade die erste Tranche, nämlich 1000 Autos produziert, dann geht es weiter in die nächste Tranche, da mutet man sich dann schon 10.000 Fahrzeuge zu und im dritten Schritt geht es dann richtig in die Massenproduktion. Und Hyundai ist ja schon seit vielen Jahren im Bereich der Brennstoffzellentechnologie tätig. Und wir haben auch jetzt ein Fahrzeug in Österreich zur Verfügung, das quasi CO2-frei ist, weil ein Wasserstoffauto kein CO2 emittiert. Und somit natürlich auch gerade heute in der Diskussion um die Nova Neu ein riesiges Thema für die Zukunft. Wir glauben ganz fest daran, dass die Wasserstofftechnologie die Zukunft der Mobilität ist. Und Hyundai als Konzern ist der erste Hersteller, der das in die Praxis umsetzt. Und insofern sind wir auch sehr zuversichtlich, was unsere Zukunft betrifft. Konzernbruder Kia brachte den brandneuen Soul nach Wien, der sich nicht nur außen positiv veränderte, sondern auch im Innenraum neue Akzente bietet. Viel Neues aus Japan. Mazda kam mit dem neuen Dreier nach Wien, der vom heimischen Markt gut aufgenommen wurde. Ja, wir haben den Fünftürer haben wir im Oktober eingeführt. Haben sehr, sehr gute Ergebnisse, ist also auch ein wunderschönes Auto geworden. Logischerweise ist es heuer das erste Volljahr und wir starten ja jetzt auch mit der Limousine. Die rundet unser Angebot in diesem Segment ab, wird zwar nur 10-15% aller Verkäufe in diesem Segment ausmachen, aber trotzdem, es ist wichtig, dass man so eine Limousine hat für bestimmte Käuferschichte und wir erwarten uns logischerweise für das heurige Jahr einen sehr, sehr guten Erfolg in diesem Segment. Auch ein sattes Schließgeräusch beweist Qualität. Im Innenraum und bei der Instrumentierung geht man neue Wege. Voriges Jahr wurde der neue Mazda 6 aus der Taufe gehoben. Das Novum bei diesem Mittelklasse-Modell ist ein Kombi, der kürzer ist als die Stufenhecklimousine. Bei Mazda 6 ist es so, dass ungefähr 2/3 aller verkauften Fahrzeuge sind Kombis. Und 1/3 sind Limousinen. Das ist aber auch der Gesamtmarkt in etwa. Das Schade bei diesem Segment ist eigentlich, dass das seit Jahren fällt. Das heißt, es gibt seit Jahren eine Verschiebung von diesem CD-Segment, von diesem Mittelklasse-Segment zu den SUVs. Und ist eigentlich schade, weil diese Limousinen und diese Kombis eigentlich wunderschöne Autos sind. Aber der Kunde entscheidet, wo er hin will. Schließlich hat Mazda bei den SUVs ja mit dem CX-5 ein weiteres heißes Eisen im Feuer. Wir im Land der aufgehenden Sonne. Suzuki stieß mit dem neuen S-Cross in ein neues Fahrzeugsegment vor. Nicht nur Kompaktwagen sind im Programm, sondern es geht nun eine Nummer größer. Schließlich misst der Newcomer stattliche 4,30 Meter Länge und 1,76 Meter Breite. Das macht ihn auch für Firmenkunden und Fahrzeugflotten interessant. Ein Segment, das in Österreich bereits auf 60% angewachsen ist.
Wir haben den S-Cross im Oktober vergangenen Jahres am österreichischen Markt eingeführt. Die Verkaufsstückzahlen der ersten Monate waren mehr als positiv. Wir sind sehr zufrieden und der S-Cross wird mit Sicherheit das neue Flaggschiff in der Suzuki Modellpalette werden. Dieser Crossover, der wahlweise mit Front- oder Allradantrieb lieferbar ist, kann mit Diesel- oder Benzinaggregaten bestellt werden. Wir haben zwei Motorisierungen, einmal einen Dieselmotor und einen Benzinmotor. Beide Fahrzeuge oder beide Motoren verfügen über 120 PS und zeichnen sich besonders durch ihre Wirtschaftlichkeit aus. Im Inneren macht sich ein neues Raumgefühl bemerkbar. Gut konturierte Sitze sowie eine klare Instrumentierung können durchaus auch anspruchsvolle Kunden überzeugen. Eine praktische Heckklappe mit genügend Stauraum ist ein Muss der Zeit. Den unverwüstlichen Swift entdeckten wir ebenfalls. Verkauft sich dieser Evergreen nach wie vor gut? Ah, das ist richtig. Der Swift ist unser Dauerbrenner, hat eine riesengroße Tradition und ist auch als Einzelmodell nach wie vor unser meistverkauftestes Auto. Suzuki ist stets als innovativer Autoproduzent aufgetreten. So soll es auch künftig weitergehen. Wir haben im Oktober letzten Jahres den S-Cross eingeführt am österreichischen Markt und der S-Cross war ein Start in eine neue Modelloffensive von Suzuki. Wir werden nun in den nächsten 3 Jahren 4 bis 5 neue Modelle auf dem österreichischen Markt lancieren. Der größte Automobilhersteller der Welt, Toyota, präsentierte als Österreich-Premiere den neuen Land Cruiser. Volvo zeigte ein bekanntes Kompakt-SUV, den XC60 und ein innovatives Dieselaggregat. Der im chinesischen Besitz befindliche schwedische Autobauer erreichte 2013 wieder die Gewinnzone. Nissan präsentierte in Wien erstmals den neuen Qashqai einer breiten Öffentlichkeit. As you know, Nissan has created a new segment when introduced Qashqai. You know, als Nissan 2007 ein neues Segment erfand, haben wir eine Menge Autos verkauft. Sogar in Österreich haben wir über 14.000 Stück verkauft. Nun ist es Zeit, dieses Modell zu erneuern, basierend auf dem bisherigen, sehr erfolgreichen Konzept. Das neue Modell ist 50% Evolution und 50% Revolution. 50% Evolution and 50% is a revolution. Mitsubishi kommt mit einem Pajero als Österreich-Sondermodell am Markt. Unter 30.000 wird er kosten. Opel zeigte das fansgeliebte Insignia-Modell auch in der Country-Version, wo im Innenraum neue Ideen verwirklicht wurden. Den Meriva unterzog man ebenfalls einer Frischzellenkur. Bei BMW hat die Elektrozukunft ebenfalls begonnen. Und das durchaus mit großem Kundeninteresse, wie man am Beispiel des 170 PS starken i3 sah, der mit einer Batterieladung bis zu 160 Kilometer Reichweite hat. Natürlich gab es auf der diesjährigen Vienna Auto Show auch Träume auf 4 Rädern zu bewundern. Beispielsweise den McLaren 12C, der es auf 625 PS bringt. Fast doppelt so viel Horsepower, also 1200 PS, bringt die Bugatti Grand Sport Vitesse auf die Räder, die auf dem Veyron 16.4 basiert. Sicher auch nicht untermotorisiert sind Bentley Luxuskarossen sowie der Lamborghini Aventador. Der englische Jaguar XK zählt ebenfalls zu den Edelsportwagen. Resümierend können wir feststellen, dass Automobile nach wie vor auf großes Interesse stoßen und die Vienna Auto Show unangefochten die größte Show dieser Art in der Alpenrepublik ist.